Jetzt am Wort ist der Bildungssprecher der Freiheitlichen, Hermann Brückel. Sie haben in Ihrer Rede unterstellt, die Kritik richte sich gegen die Lehrer und auch gegen die Schulen. Das weise ich ganz entschieden zurück, denn die Kritik geht hier ganz eindeutig gegen Sie. Es ist auch eine ganz schlechte Strategie, eine ganz, ganz schlechte Strategie der ÖVP, wenn sie hier auf die Verantwortlichkeit beruft. Denn, Herr Bundesminister, die zentrale Frage in unserem Bildungssystem lautet, und die hätten Sie sich bei Ihrem Amtsantritt vor 1,5 Jahren ja stellen müssen, die zentrale Frage lautet, was muss Schule leisten? Was muss Schule leisten? Wie kann man das, was man hier erwartet und die Ziele, die man sich setzt, wie kann man diese Ziele umsetzen und wie kann man das auch messbar machen, wie kann man das beurteilbar machen? Und das sind die zentralen Punkte im Bildungssystem. Was muss eine Schule leisten, Herr Bundesminister? Schule muss Bildung vermitteln, Schule muss Allgemeinwissen vermitteln, Schule muss selbstständiges Denken und kritisches Hinterfragen vermitteln, Schule muss Freude, Hoffnung und Begeisterung bei unseren Kindern wecken und Schule muss unseren Kindern auch ein Lachen ins Gesicht zaubern, damit sie gerne in die Schule gehen. Aber das setzt natürlich auch voraus, dass Schülerinnen und Schüler die Grundlagen unserer Sprache beherrschen und dass sie lesen, rechnen und schreiben können. Das sind die Grundlagen, die wir auch unseren Kindern vermitteln müssen und denen wir verpflichtet sind. Darf hier nur in Erinnerung rufen, die Pädagogische Hochschule Salzburg hat vor einigen Jahren bekannt gegeben oder vermittelt, dass etwa 30% ihrer Anwärter, ihrer Bewerber, Maturanten wohlgemerkt, Probleme mit genau diesen Grundlagen haben, dass sich hier 30% ihrer Bewerber in Rechnen, in Schreiben und in Lesen schwer tun. Und ich sage Ihnen, dieses Bildungssystem, das kann doch nicht sein, dass heute Maturanten nach abgeschlossener Matura sich an einer pädagogischen Hochschule bewerben und dann Probleme mit dem Lesen, Rechnen und Schreiben haben. Also hier ist ganz, ganz viel, das schiefläuft. Heute sind wir in einer Situation, Herr Bundesminister, und Sie gehen als jener Bundesminister in die Geschichte ein, der es zulässt, dass unsere Kinder mit VOKA Gesellschaftspolitik indoktriniert werden. Sie lassen es zu, dass unsere Lehrer mit Bürokratie zugeschüttet werden, dass die Schulen unter Aktenbergen und in Administration versinken. Und mittlerweile droht Ihnen ja auch die Lehrergewerkschaft schon ganz offen, das muss man ja auch dazu sagen, mit Streik, nämlich die ÖVP-geführte und ÖVP-dominierte Gewerkschaft droht dem Herrn ÖVP-Bildungsminister mit Streik. Das kommt auch nicht alle Tage hier vor. Herr Bundesminister, Sie haben in Ihrem Bereich unzählige Baustellen. Wie schreibt die Lehrergewerkschaft, die Flut an praxisuntauglichen Reformen und nicht evaluierten pädagogischen Innovationen, das muss gestoppt werden. Herr Bundesminister, es braucht eine Reform im Lehrerdienstrecht, die ist längst überfällig. Es braucht eine Reform im Besoldungswesen und im Besoldungssystem der Lehrer, das ist längst überfällig. Es braucht eine Ausbildungsreform, Herr Bundesminister, die Sie zwar ankündigen, aber wenn man Ihnen zuhört, dann erscheint das alles andere, als dass es eine Reform ist. Sie sprechen von einer Verkürzung der Ausbildung. Bisher war es so, wir haben 4 Jahre Bachelorstudium plus 1 Jahr Masterstudium, gleich 5 Jahre. Jetzt wird verkürzt auf 3 Jahre Bachelorstudium plus 2 Jahre Masterstudium. Vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, 3, 4 plus 1 vorher, jetzt verkürzt 3 plus 2. Es ist nicht Kabarett, sondern fühle ich mich ein bisschen erinnert an den SPÖ-Parteitag, wenn es da ein bisschen ums Rechnen geht, das darf ich auch sagen. Aber zurück zu den Baustellen, Herr Bundesminister. Was ist mit den Freizeitpädagogen? Riesige Baustelle. Was ist mit den Sprachproblemen an den Schulen, insbesondere im städtischen und im Wiener Bereich? Was ist mit der Aufarbeitung der Bildungsrückstände und der Bildungsverluste, die entstanden sind während Ihrer Corona-Maßnahmen, die Sie gesetzt haben während der Corona-Zeit? Herr Bundesminister, Sie müssen hier endlich liefern. Aber Sie haben, und ich weiß schon, Sie haben viel zu tun, Sie sagen sie auch immer wieder, Sie haben vergangene Woche ja in einem Interview erwähnt, dass Sie neben der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg jetzt auch noch die enorme Inflation zu managen haben. Respekt, kann ich da nur sagen, wirklich Respekt. Der Standard schreibt dazu, und das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, Standard schreibt, um die Hilflosigkeit zu verbergen, zu welcher sich Politiker durch
die Ungunst der Umstände öfters verurteilt sehen, weichen sie gern in die Hybris aus. Ein schönes Beispiel: Bildungsminister Bolaschek präsentierte sich als Born der Verantwortung und der Tatkraft, indem er darauf hinwies, er sei der erste Bildungsminister, der eine Pandemie, einen Krieg in Europa und eine enorme Inflation managen musste. Den Rest des Artikels erspare ich Ihnen jetzt, damit ist ja im Grunde genommen alles gesagt. Und wie haben Sie, Herr Bundesminister, Sie haben auch vergangene Woche in einem Interview gemeint, derzeit sind Lehrer wohl Mangelware, trotzdem sollte es sich im Herbst ausgehen. Herr Bundesminister, seien Sie mal nicht böse, aber Schule und Bildungsminister zu sein, das ist kein Lotteriespiel. Denn darauf läuft es hinaus, wenn Sie hier nicht einmal einen reibungslosen Schulstart im Herbst, wenn Sie hier nicht einen reibungslosen Unterricht im Herbst garantieren können. Und das ist Ihre Verantwortung, Herr Bundesminister. Sie müssen hier ganz einfach endlich liefern. Sie müssen dafür sorgen, dass diese Garantien hier da sind. Das ist Ihre Verantwortung. Und es kann nicht sein, dass Sie hier antworten mit, das wird schon werden, das werden wir schon sehen, das wird sich alles ausgehen. Herr Bundesminister, der Lehrermangel ist kein schwarzer Schwan, der heute plötzlich erschienen ist. Der ist nicht überraschend gekommen. Als vor mehr als 10 Jahren das System umgestellt wurde der Ausbildung, wie ich bereits gesagt habe, umgestellt auf 4 Jahre Bachelorstudium plus 1 Jahr Masterstudium, Stichwort Bologna-Prozess, gleichzeitig aber auch der Verwaltungsaufwand im Bereich der Lehrer und der Schulverwaltung immer größer geworden ist, da hat sich vor vielen, vielen Jahren abgezeichnet, dass dieser Lehrermangel eintreten wird. Und wir haben das vor vielen Jahren auch schon immer wieder gesagt. Nicht einmal Ihr Vorgänger war da schon im Amt, dass wir das schon hervorgehoben haben und dass wir das gesagt haben. Herr Bundesminister, Sie müssen hier etwas tun. Sie müssen einfach liefern. Sie müssen handeln. Dass Sie diesen Lehrermangel jetzt und mittlerweile ja schon seit 2-3 Jahren, dass Sie diesen Lehrermangel mit diese Lücken mit Lehramtsstudenten und mit pensionierten Pädagogen hier zu schließen versuchen, das ist ja doch keine Lösung. Das kann doch keine Dauerlösung sein. Dass Sie jetzt auch noch die Freizeitpädagogen als billige Aushilfslehrer in die Klassenzimmer holen wollen, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Schlechter, viel schlechter ausgebildet, schlechter dann auch noch bezahlt als vorher. Also Herr Bundesminister, Sie müssen handeln, Sie müssen ins Tun kommen. Herr Bundesminister, es gibt viele Schrauben, an denen Sie drehen können. Die erste Schraube ist die Ausbildungsschraube. Darüber habe ich schon kurz gesprochen. Und es ist ganz klar, Sie müssen die Ausbildung zumindest im Primarbereich bei den Lehrern verkürzen auf 3 Jahre. Das muss reichen. Das war früher so und das sollte auch heute ausreichend sein. Man kann gerne dazu den freiwilligen Master draufsetzen, da können Sie dann auch Anreize schaffen, vielleicht als Voraussetzung für einen Direktorsposten oder bessere Bezahlung, mag alles sein. Sie müssen an der Dienstrechtsschraube drehen, an der Besoldungsschraube drehen, denn nur wenn Sie die Lehrer entsprechend bezahlen, attraktivieren Sie damit auch dieses Berufsfeld. Auch das gehört dazu. Und eine Werbekampagne wird dieses Problem ganz, ganz bestimmt nicht lösen. Und die dritte Schraube, Herr Bundesminister, und das wurde heute auch schon erwähnt, die dritte Schraube, reißen Sie endlich diese riesigen Bürokratiehürden für die Lehrer, für die Direktoren, aber auch für die Eltern und Schüler nieder. Und da fangen Sie am besten bei den Bildungsdirektionen an, machen Sie Servicestellen daraus, stellen Sie hier auch, was die Verwaltung betrifft, die Kinder in den Mittelpunkt. Aber machen Sie Servicestellen daraus und reformieren Sie das System dieser sogenannten Qualitätsmanager. Denn es kann nicht sein, Herr Bundesminister, dass hier ausgebildete Sonderpädagogen als Qualitätsmanager eingesetzt werden und dann zuständig sind für höhere technische Lehranstalten. Es kann nicht sein, dass die ausgebildete Volksschullehrerin plötzlich zuständig ist, als Qualitätsmanagerin dann zuständig ist für Handelsakademien, für Handelsschulen und so weiter. Das ist aber die Realität. Und diese Realität liegt daran, und da bin ich schon bei den NEOS, weil Sie diese Bildungsdirektionen verpolitisiert haben. Und wer heute in einer Bildungsdirektion arbeiten will, der muss ganz einfach bei der Fraktion Christlicher Gewerkschafter sein, sonst kommst du dort nicht hin. Und sonst wirst du dort auch kein Qualitätsmanager werden und sein. Also genau so sieht die Realität aus. Sie haben hier dieses System völlig verpolitisiert. Herr Bundesminister, kommen Sie ins Tun, kommen Sie in die Umsetzung. Ihre Performance als Minister ist eine
denkbar schlechte. Sie wird nur noch übertroffen von der Performance dieser Bundesregierung. Herr Bundesminister, liefern Sie, handeln Sie, tun Sie. Hermann Brückle von der FPÖ zitiert, wie schon auch einige seiner Vorrednerinnen, die Kritik der Lehrergewerkschaft, die von praxisuntauglichen Reformen sprechen würde. Er fordert den Bildungsminister auf, dass dieser einen reibungslosen Schulstart im Herbst und genügend Lehrpersonal garantieren müsse.